Damen und Herren des Landtags. Dies ist ein Dankeschön-Antrag. Und dieses Dankeschön geht nicht in erster Linie an den Antragsteller, der nun richtigerweise endlich nach 12 Jahren Beitragsirrfahrt wieder in die richtige Spur findet, sondern an die Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land. Das Besondere an diesen Beiträgen ist, viele von Ihnen werden es wissen, sie sind Monat für Monat für jeden Arbeitenden in Höhe von ca. 21% fällig, egal ob die Auftragsbücher voll sind oder nicht. Egal ob genügend Liquidität in den Unternehmenskassen ist oder nicht. Egal ob Ware für den nächsten Auftrag bezahlt werden muss oder nicht. Egal ob Gewerbesteuer, Einkommensteuer und andere Steuern fällig sind. Das machen die Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land auch gern. Denn es geht um die soziale Sicherung ihres höchsten Gutes, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nun schauen wir uns doch einmal an, was im Januar 2006 genau passiert ist und warum die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern von dieser Neuregelung, nämlich die Doppelung der Zahlungen an die Sozialkassen in einem Monat, besonders betroffen waren. Wie wir alle wissen, stand unser Land vor besonderen Herausforderungen. Zu dieser Zeit waren den blühenden Landschaften bereits der Herbst eingezogen und die Blätter fielen gänzlich. Begleitet von der Bankenkrise in den USA, die, wie Sie wissen, auch bei uns nachhaltige Spuren hinterlassen hat. Und das sogenannte Sommermärchen, ich meine die Fußball-WM, hat uns trotz allem ein wohliges Gefühl des Zusammenhalts gegeben. Diese Ereignisse haben grundlegend nichts miteinander zu tun, beschreiben aber sehr gut die Stimmung, die in diesem Lande herrschte. Die Arbeitslosenquote lag in Westdeutschland bei 10,2% und im Osten unserer Republik bei 19 und im MV sogar bei 21,9%. Zwar erfüllte Deutschland 2006 beim Staatsdefizit wieder das Defizitkriterium des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes, doch den Wirtschaftsunternehmen, gerade im Ostteil des Landes, ging es nicht besonders gut. Wir reden von einer Zeit, in der sich die von Gerhard Schröder am 14. März 2003 in seiner Regierungserklärung vor dem Plenum des Deutschen Bundestages begonnene Agenda 2010 gerade in der Entfaltung befand. Wir reden von einer Zeit wirtschaftlicher Stagnation durch die Krise der sogenannten neuen Märkte. Wir reden von einer Zeit, da hat Europa am Krankenbett Deutschlands die Hände gefaltet. Ja, wir waren doch gerade dabei, die Sozialsysteme zu sanieren. Die Bezugsdauer der Arbeitslosengeldes wurde gekürzt. Die Unterstützung für Langzeitarbeitslose wurde auf das Niveau der Sozialhilfe gesenkt. Dazu wurden Arbeitslose und Sozialhilfe zum neuen Arbeitslosengeld zusammengelegt. In den Jobcentren wurden kommunale Sozialhilfe und staatliche Arbeitslosenvermittlung verzahnt. Im Gesundheitswesen wurden die Krankenkassen durch Ausklammerung von Leistungen entlastet. Eingriffe gab es zur Stabilisierung der Rentenfinanzen und das Rentenniveau sank. Und dann die Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge. Sie spürte ein 13. Mal in einem Jahr die Abgaben der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie den Anteil der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in die Kassen der Sozialversicherung. Ein Lottogewinn, eine Dividende, eine Spende. Man kann es so oder so betrachten, entweder als Leihgabe der Wirtschaft an die sozialen Träger oder ein Geschenk. Nur zu einem Geschenk meinte schon Mohammed Yunus, Wirtschaftswissenschaftler aus Bangladesch, Geschenke spornen niemanden an, sie machen träge. Und deshalb sagen wir, eine Rückführung der vorgezogenen Fälligkeit bei den Sozialversicherungsbeiträgen für unsere kleinen und mittleren Unternehmen in MV jetzt. Die Kassen sind gefüllt, der Staat hat profitiert von der Leistung der Wirtschaft. Hier möchte ich den Fokus auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen legen. Sie tragen unser Land mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit ihrem sozialen Engagement. Vielen Dank.